Ja, hallo liebe Minecraft-Freunde und willkommen bei einem Let's Build. Richtig gehört, ja, das Let's Play, das ist ja noch irgendwie im Tiefschlaf momentan aufgrund der Technik. Und ich habe mir überlegt, mal was Neues zu starten, was nicht ganz so viel Systemressourcen schluckt, nämlich ein kleines Let's Build. Und zwar wollte ich mal was probieren, ob das funktioniert. Ich habe auch schon so ein bisschen mal getestet im Creative Mode und ich will versuchen, das jetzt mal im Survival Mode umzusetzen. Da ich nicht weiß, ob das technisch funktioniert, werde ich die ganzen Folgen jetzt, naja, bis Folge 20 vielleicht, vorab aufzeichnen, um zu gucken, ob die Technik nicht schlapp macht, weil ansonsten ist ja auch ein bisschen blöd, ne, wenn er da, ja, schon wieder was abgebrochen wird. Das ist ja in letzter Zeit leider häufig bei mir passiert. Deswegen probiere ich das erstmal so ein bisschen vorzuspielen, um mal zu gucken, ob das überhaupt funktioniert hier von technischer Seite her. Und dann werde ich das natürlich dann, wenn es funktioniert, auf öffentlich stellen. Und ihr werdet dann sehen, hey, da ist ja was Neues vom Game-Gespenst. Okay, und wir machen jetzt auch diese Let's Build-Welt mal erstellen. Die nenne ich nämlich besonders, nämlich BW-Welt. Warum BW, werde ich später noch drauf eingehen. Spielmodus machen wir Überleben. Weitere Weltoptionen, Bauwerkerinnen an. Welttyp Standard ist klar, Schießerlauben aus. Bonustruhe mache ich auch aus. Und wobei, nee, diesmal nehme ich sie mal mit. Man kann nie wissen und ja, mir ist hier nicht Startwert, lasse ich frei. Ich würde sagen, neue Welt erstellen. So, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon. Die Welt ist geladen und konvertiert worden und wie auch immer. Ja, wir befinden uns hier oben. Das ist natürlich schon mal wieder mal sehr ungünstig. Ja, es kommt immer... Ach, liebe Güte. Es kommt immer anders, als man denkt. Ja, ich hätte mir vielleicht auch vorher schon mal eine Welt aussuchen sollen. Denn das für das Vorhaben, was ich jetzt gleich vorhabe, ist das hier ein bisschen, ja, suboptimal. Aber naja, wir wollen das ja erstmal eh probieren. Das heißt, wir machen jetzt erstmal die ganz normalen Sachen, die wir immer machen, mit einem Baum abrödeln. Das Hühnchen, das gockelt da auch prima vor sich hin. Ja, BW ist die Abkürzung für Bunkerwelten. Bunker, richtig gehört. Nein, keine Panik, Leute, das wird jetzt nicht ein neues Cave-Design. Sondern ich habe im Vlog ja schon angekündigt, auf Filmgespenst, dass ich gerne mal was probieren möchte, weil ich was gefunden habe in meinem Schrank, ein Foto. Und das werde ich euch dann auch zur gegebenen Zeit dann auch präsentieren, dieses Foto, sodass ihr dann mal eine Vorstellung habt. Nur erstmal werde ich hier anfangen, die ganz normalen Sachen hier abzurödeln. Das Wichtigste, was wir brauchen in diesem Let's Build, sind Steine. Das kann ich schon vorweg sagen. Jede Menge Steine. Um genau zu sein, über 10.000 Cleanstones. Also, es wird groß werden. Und lange dauern. Das kann ich jetzt schon vorab ankündigen. Und wir werden mal sehen, ob wir das wirklich so hinbekommen, wie ich mir das vorstelle. Also im Creative habe ich 10 Stunden gebraucht, um das Fundament zu legen. Hier im Survival wird das wahrscheinlich noch länger dauern. Da bin ich ziemlich sicher. Aber naja, lassen wir mal abwarten. Und schauen wir uns das mal an. So, Erfolg erzielt. Wunderbar. Das heißt, wir können uns jetzt auch schon ganz gemütlich hier mal so ein Crafting Table machen. So, ein paar Werkzeuge mache ich mir natürlich auch gleich. Was wir haben, haben wir. So. Prima. Und mal schauen, was wir da so alles mitnehmen können. So, erstmal hier zu Verteidigungszwecken nehme ich mir das mal hier mit. So, dann nehmen wir natürlich hier unsere Steinhacke mit. War jetzt eigentlich überflüssig, weil wir haben ja hier schon... Ach, weißt du was? Da gaukel ich gar nicht großartig rum, weil wir haben ja hier Stein gehabt. Das war ja hier schon irgendwo. Da sehe ich auch schon wieder Kohle und Stein. Das heißt, das nehmen wir gleich mit. Dann mache ich mir gleich anständiges Werkzeug. In Anführungsstrichen natürlich. So. Auch schon Kohle ein bisschen. Sehr gut ist, dass ich hier jede Menge Stein habe. Sehr schlecht ist, dass es hier sehr uneben ist. Das ist ein Problem. Ich hätte mir ganz ehrlich gewünscht, dass ich auf so eine
Plains Spawn tue, wo nicht ganz so viel ist abzuroden. Das wäre ganz super gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Das heißt, wir müssen uns vom Spawnpunkt ein bisschen entfernen, um wirklich eine geeignete Fläche zu finden, wo ich mir dann auch so eine kleine Base aufbauen werde, wo man dann halt so einen Unterschlupf erstmal findet. Entweder ein kleiner Keller oder irgendwie ein kleines Häuslein oder so. Da müssen wir mal schauen, wo wir das finden. Wir sind jetzt hier erstmal relativ frei und es ist ein neues Abenteuer, was hiermit quasi jetzt beginnt. Also bin ich mal gespannt, wo uns dieses Abenteuer hier hinführt. Vor allen Dingen, ich glaube, ich bin gespannter darauf als ihr als Zuschauer. Weil wie gesagt, also ich habe da richtig Motivation momentan, dieses Projekt einfach mal durchzuziehen. Ich weiß auch, was auf mich zukommt. Und deswegen bin ich auch genauso gespannt, um zu schauen, wie das Ergebnis letztendlich dann auch ausschaut und ob das wirklich so im Survival-Mode realisierbar ist, wie es im Creative realisierbar gewesen ist, als ich es dann mal probiert hatte. Ja, die Kohle nehme ich hier auch mal gleich mal mit. Die kann nichts schaden, glaube ich. Die werden wir auf jeden Fall auch noch brauchen. En masse, wenn ich das sagen darf, weil wie gesagt, um Cleanstones herzustellen, brauchen wir natürlich auch jede Menge Kohle. Und 10.000 ist nicht gerade wenig und das nur für ein Fundament. Also, da möchte ich nicht wissen, wie oft ich mich hier verbaue. Wie komme ich auf die Zahl 10.000? Ganz einfach, im Creative kann man sich ja dann auch die Statistiken anzeigen lassen, wie viel man schon verbaut hat. Und da habe ich einfach spaßeshalber mal raufgeklickt und folglich habe ich dann auch gesehen, aha, okay, so und so viel haben wir gebraucht an Steine bisher. So, 50 haben wir schon, die ersten 50. Die gehen aber garantiert jetzt drauf für Werkzeug. Zum Beispiel für erstmal neue Spitzhacken, die jetzt schon aus Stein sind. Das ist gut, weil damit könnte ich dann theoretisch auch Eisen abbauen, was wichtig ist. Kann mir natürlich auch erstmal gleich ein anderes Schwert machen. Das war jetzt hier erstmal überflüssig gewesen. Das werde ich jetzt auch gleich mal machen. So, dann haben wir nämlich auch schon mal ein Steinschwert. Dann werde ich mir natürlich noch eine Axt craften aus Stein. Die brauchen wir garantiert auch noch. Genauso wie eine Schaufel. Die werden wir brauchen. Und später mache ich mir noch die klassische Hacke, die wir ja dann auch brauchen werden. So, was wir noch machen können, ist zum Beispiel, wir haben hier 10 Mal, das teile ich auf. Das heißt, davon werde ich jetzt ein paar Fackeln noch mitnehmen, falls wir in eine Höhle rein müssen. Was wir definitiv machen müssen. Und das hebe ich mir auf für, sag schon, für Braten und sowas, wenn wir was garen wollen. Und den Spaß hier nehme ich für einen Ofen. Da wird ein Ofen auch später nicht ausreichen. So, und folglich haben wir schon mal so ein bisschen Grundequipment, was ganz gut aussieht. Die Axt können wir gleich mal testen. Funktioniert prima. So, wir haben jetzt, was haben wir da? Eichensetzlinge haben wir. Hier gibt es auch Fichten, habe ich gesehen. Die werde ich mir auch mal gleich mal schnappen. Dann können wir uns auch noch mal schon mal Fichtensetzlinge mitnehmen. Wer weiß, ob wir hier noch mal herkommen. Was wir haben, haben wir. Und die Fichte, die droppt eigentlich immer ganz gut. Die ist sehr effizient, was das angeht. Deswegen werde ich jetzt auch nicht so viel mitnehmen. Das ist eh alles jetzt Holz, ja, was in einer Materialschlacht enden wird, weil das wird eh umgewandelt werden, denke ich, für Stöckchen und so. Weniger für Design. So, jetzt kann sie auch schon anfangen zu spucken, wenn sie möchte. So, das werde ich auch als Block erstmal lassen. Naja, vielleicht kommt da noch ein Apfel oder so. Warten wir mal noch. Hier ist auch noch eine Fichte, die könnte ich mir auch noch gleich mitnehmen. So. Und haben wir. Ich denke, das erste Nachtquartier, das werden wir hier auch aufschlagen. Ich habe doch irgendwie gerade ein Schaf gehört. Vielleicht kann ich mir das auch schon mal holen. Ich weiß gar nicht jetzt. Da ist zum Beispiel schon der erste Fichtensetzling. Zwei haben wir schon, sollte mir genügen. Das reicht. So, dann gucken wir mal, wo die Schafe sind. Da unten sehe ich ein Hühnchen. Irgendwie habe ich sie hier gehört. Ich weiß nicht wo. Ich weiß jetzt noch nicht mal mehr, wo der Spawnpunkt war. Da muss hier irgendwo in der Nähe sein. Hier ist noch jede Menge Kohle. Die lasse ich da erstmal. Es ist sehr schön hier, die Gegend, finde ich. Also, wenn ich mir das so angucke. Weil ich bin ganz zufrieden, dass es hier gerade nicht laggen tut. Wie beim Let's Play. Das war ein bisschen krass gewesen. Auch einer der Gründe, warum ich das abgebrochen habe, weil das wollte ich euch einfach nicht antun. Aber so, wenn man jetzt hier sowas überlegt, sowas zu bauen, ich meine, das ist hier so typisch so Stone Beach, das sieht hier schon sehr schön aus, finde ich. Ja, aber wir haben ja nicht vor, jetzt so ein Let's Play zu machen, sondern, da ist ein Huhn, sondern, ja, schön hier so ein bisschen Let's Build, nämlich was bauen. Das ist jetzt so, wie gesagt, das Grund. So, jetzt werde ich erstmal hier mal so ein
So ein Schaf mir hier mal mopsen. Diesmal töte ich das Ding, weil dann gibt es nämlich auch schön Fleisch. Das ist ja ganz prima. Na, da haben wir es auch schon. Wolle nehmen wir natürlich auch mit. Hier war noch ein Schaf. Hey, bleib stehen. Nee. So, Pups. So, und folglich kann ich mir dann natürlich auch ein Bett, glaube ich, machen. Oder? So, wir haben zweimal Wolle und zweimal... Na, nur, da fehlt doch einmal Wolle. Aha, Weizenkörner. Okay, da muss ich nochmal so ein Ding schlachten. Hier hoch, da ist es. Na. So, jetzt haben wir aber dreimal Wolle. Viermal sogar, naja, hätte ich gar nicht schlachten brauchen. Dafür aber auch sechsmal Hammelfleisch, damit kommen wir schon mal ganz gut über die Runden. Wo ich jetzt schon hier bin, ich sehe gerade, hier wäre eine Fläche. Hier wäre eine Fläche. Die ist auch schon nicht schlecht, allerdings, das muss ich auch dazu sagen, reicht es mir noch nicht aus. Also und vor allen Dingen die Gegend finde ich für das Bauwerk, was ich gerne bauen möchte, nicht ganz so geeignet. Deswegen, ich nehme jetzt erstmal hier die Kohle mit, weil was wir haben, haben wir. Das ist natürlich der Vorteil hier, dass man hier wirklich jede Menge Gesteine schon hat und auch Kohle. So, das nehme ich natürlich alles erstmal mit. Und was ich noch mitnehmen werde, ist ein bisschen Erde. Brauche ich auch immer, das kennt er, dass ich die immer brauche. Zum Hochbuddeln oder sonstiges. Wenn es mal schnell gehen muss, ist schnell gesetzt. Und hier ist mein Glück, das wird hier eh gerade dunkel. So, da habe ich jetzt auch ein bisschen schon mitgenommen. Ja, nun müssen wir uns auch schon irgendwie drum kümmern, uns mal irgendwie zu verstecken, weil es ist Nacht. Und das können wir jetzt auch gleich mal machen. Und zwar werde ich das so machen, dass ich mich hier in den Boden reinbuddel. Das kennt ihr ja schon bei mir. Ah. Gucken wir mal eben. Okay, sieht gut aus. Und dann buddel ich mich einfach mal schnell hier rein. So. Ah, da ist schon wieder Erde. Okay. Und dann gehe ich einfach kurz mal hier rein. Das sollte schon völlig ausreichend sein. Können wir zumindest erstmal hier in der Nacht ein bisschen was machen. So, jetzt mache ich erstmal eine Fackel hin, dass ihr was seht. So, also sieht schon mal ganz gut aus hier vom Grundequipment, was wir haben. Hier mache ich erstmal zu. So, das nehmen wir mit. Hier werde ich nochmal kurz eine Runde reingehen. So, prima. Und jetzt können wir nämlich auch schon mal anfangen, die ersten Sachen zu bauen. Nämlich ein Bett würde ich sehr gerne bauen. Und ich will auch schon mal anfangen, das Fleisch ein bisschen gar zu ziehen. Das können wir hier locker machen. Wir haben Kohle. Und somit nehme ich mal das rohe Hammelfleisch. Dann ist das schon mal auf jeden Fall, was garen kann. Hier unten haben wir Holz. Das heißt, wir machen unseren Lattenrost hier wieder her. Und machen auch gleich uns ein Bett bauen. Das werden wir definitiv auch öfter brauchen. Das platziere ich mir gleich hier hin. Damit können wir nämlich die Nacht ein bisschen überbrücken. Prima. So, mehr brauche ich hier erstmal nicht. Das heißt, das Ding, das kann ich hier erstmal wieder abnudeln. Zack. Das nehmen wir nämlich immer schön mit, unsere Werkbank. Die Erde packe ich mir hier hin. So sieht das schon mal ganz gut aus. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen, wann das Fleisch fertig ist. Ja, dreimal haben wir schon. Das heißt, ein bisschen Nahrung haben wir sogar auch schon gesammelt. Das ist prima. Ah, das ist dann auch gleich fertig hier. Dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. So. Ja, was steht jetzt als nächstes auf dem Programm? Es steht auf dem Programm, eine Fläche suchen, wo wir das Ganze bauen können. Das heißt, wir müssen jetzt als erstes ein bisschen auf Wanderschaft gehen, um tatsächlich eine geeignete Fläche zu finden, wo wir quasi dieses Projekt, in Klammern Bunker, aufbauen können. Das kann jetzt natürlich wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis man was Passendes gefunden hat. Ihr wisst ja, ich bin da immer ein bisschen wählerisch. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Das war hier erstmal so eine Runde, ja, wie sagt man, das war auch erstmal eine Runde, zack. Das geht ja auch immer recht schnell hier. Eine Runde Tageslicht haben. So, das Schwert, das nehme ich mir gleich in der Hand. Die Fackel, die lasse ich einfach mal hier. Wir haben genug. Ja, macht das Schwert kaputt am besten. Oh Gott, das macht man nicht.
So. So, ein Creeper überrascht uns nicht. Ja, also wir halten uns gar nicht lange auf. Wir können uns eigentlich aussuchen, in welche Richtung wir gehen wollen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aus dem Grund, ich gehe einfach in die Richtung hier mal durch den Wald durch. Das, was ich unterwegs finde, nehme ich mit. In Hoffnung, dass ich hier eine geeignete Stelle finde. Eine Plains, wie gesagt, wäre optimal, wenn wir die finden würden. Ja, und dann wollen wir mal gucken, weil hier mitten im Wald jetzt was roden, ist natürlich gut, weil hier der Spawnpunkt wäre. In der Nähe zumindest. Aber mein Gott, sind wir auch wirklich auf den Spawn angewiesen? Ich weiß es immer nicht. Mit dem Kompass finden wir immer wieder dorthin zurück. Deswegen sehe ich das nicht so als dramatisch. So, da unten ist erstmal ein schöner Wald. Ein Sumpf sehe ich da auch. Also verschiedene Biome haben wir hier schon mal. Tiger, Rawfeed Forest und Swampland, also Sumpfland. Aber noch keine Plains. Also da unten abzuroden ist ja richtig krass. Das heißt, also erstmal ein bisschen auf Wanderschaft gehen. Oha. Da sind Kühe und Spinnen. Die Spinne nehme ich mir mal. Ups. Na, lässt so was fallen? Ja, ein Spinnfaden. Den nehme ich nämlich auch mal mit zum Angeln. Verpflegung ist jetzt erstmal nicht ganz so wichtig, weil da habe ich jetzt ja erstmal noch ein bisschen was im Petto. Ich könnte mir natürlich auch so einen Pilz mitnehmen, aber wie wir alle wissen, in Minecraft finden wir ja genug davon. Hier haben wir zum Beispiel eine Birke, die nehme ich auch jetzt nicht mit, weil... Ja, mein Gott, also Birken findet man auch in Minecraft genug. Hier sieht's gut aus. Hier sieht's gut aus. Und ist nicht ganz so weit weg vom Spawn. Ich glaube, der war da oben irgendwo. Das könnte man theoretisch sogar verbinden. Ich will mal eben schauen. Hier mal so auf die Ebene. Das ist nämlich eine Plains. Auch wenn sie klein ist. Oh ja, hier, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Leute. Hier haben wir wirklich wieder mehr Glück als Verstand, wie es so schön heißt. Hier gibt es auch schön, wo man was anbauen kann. Also später, das ist geil. Holzressourcen sind genug da, Wasser ist da und wir haben hier eine Ebene, also halbwegs Ebene. Das bisschen kann ich hier, wie gesagt, noch planieren, also gerade machen oder eben machen. Ich schau mal eben, wie weit das hier noch ragt. Was ist das da hinten? Ist das da ein Gebäude? Oder ist das ein Baum? Ich glaube, das ist ein Baum. Ja, das hatte ich gerade mit Optifine gemacht. Als Mod habe ich hier Optifine drauf. Das wisst ihr aber auch, dass ich das ja gerne benutze. Für die Weitsicht, ne? Wir wollen ja auch zoomen können mit der Taste C. So, dann will ich mal kurz hier nochmal gucken, wie es da hinten weitergeht. Ja, und hier ist dann Wasser. Also, das sieht hier wirklich schon mal ganz nice aus. Und deswegen, Nahrung ist hier auch genug da. Wir haben hier Höhlen, sehe ich da unten. Das ist wirklich sehr gut. Hier kann man eine Menge jetzt machen für unser Vorhaben. Ja, Leute. Da haben wir hier im Prinzip das schon gefunden, was wir benötigen. Das heißt, wir werden uns hier niederlassen. Jetzt müssen wir nur genau gucken, wo. Da werde ich jetzt als allererstes einen Grundstein setzen. Ich gucke mal, wo ich nicht ganz so viel eben machen muss, sodass es auch von der Größe her kommt. Also ich denke, das könnte hier ganz gut sein von der Fläche. Das muss zwar noch eben gemacht werden, aber hier so der zentrale Punkt. Deswegen aus diesem Grund werde ich jetzt hier mal einen Grundstein legen. Das werde ich nämlich so machen und eine Fackel da drauf stellen. Das heißt also, hier ist so der zentrale Punkt, denke ich. Und dann ist das Ganze schon mal ganz dufte. Ja, das heißt, wir werden jetzt als allernächstes, werden wir uns jetzt was bauen. Nämlich eine, ja, weiß ich nicht, hier, was bauen wir uns da? Hier, ich werde jetzt hier mal an den Rand gehen des Waldes. Hoho, am Waldesrand. So, und da werde ich mal gucken, ob wir uns mal eben eine kleine Hütte bauen können. Was ist denn das hier für ein Holz? Achso, das hebe ich erstmal noch auf. Dann pass mal auf, Wanda, wir haben ja eine Axt bei. Dann werde ich mir einfach mal hier so einen Baum hier nochmal eben schnappen. Das ist ja schön, die Schwarzeiche ist ja da auch sehr ergiebig. Da kommt ja ordentlich was runter, wenn man den abrödelt. Wie wir hier auch schon sehen, das ist prima. Das sind da erstmal nur die Äste. So. Jetzt nehmen wir natürlich erstmal alles mit. Zack. Und hier noch. Und dann können wir hier nochmal raufhüpfen und hier raufhüpfen. So. Klasse.
Vielleicht kommt auch noch ein Apfel uns entgegengeflogen, den wir natürlich dann auch mitnehmen. Ein paar Setzlinge, naja, die brauche ich wohl jetzt hier erstmal nicht von der Schwarzeiche. Aber wer weiß. So, das heißt, ich nehme mir das erstmal mit. Irgendeiner schleicht sich hier schon wieder an. Ich hoffe, das ist nur ein Hase. Und nicht irgendein böses Monster. Da habe ich nämlich heute schon eins gehört. So. Zack und zack. Okay. Also wir haben jetzt erstmal hier ein bisschen Holz. Und ich finde die Stelle hier auch eigentlich ganz gut. Da müssen wir auch nicht ganz so viel machen. Machen wir einfach mal hier das eben mal weg. Naja, von mir aus auch so. Zack. Okay. Ja, sieht gut aus. So, das wandeln wir eben mal ganz schnell um in Wooden Planks. Da haben wir sie auch schon. Ja, wie gesagt, das wird jetzt hier nichts Großes werden. Wir können das von mir aus auch gerne ein bisschen hübscher und ästhetischer machen. Dann mache ich das mal eben so. Gucke mir mal eben an von der Größe, wie ich mir das vorstelle. Das muss noch weg. Das ist ja erstmal, wie gesagt, nur ein kleiner... Habe ich nicht hier eine Schaufel? Ja. Ja. Soll ja erstmal nur so ein kleiner Notunterschlupf im Prinzip sein. So. Wo ist mein Steinzeug? Hier. So, machen wir mal da. Und da einen hin. Und da einen hin. So. Da, da. Da. Also ganz easy. Hups. Ach Mensch. Ach hier, ich sehe schon das Problem. Ja, das war dann jetzt so. So. So, was ist das hier? Dann machen wir hier eine Tür. So. Und. So. Und so. Ja, dann haben wir hier so eine kleine Kuckluke, wenn wir wollen. So. Und. So. Und so. Und dann hier. Und dann da. Und dann da. Und dann da und, naja, das muss man zwar nicht machen, aber so, das ist ein bisschen, wisst ihr ja Bescheid, so, dass es ein bisschen ordentlicher aussieht. So, den Rest, den machen wir dann aus Holz. Hier, da machen wir ein Fensterchen rein oder so. Wie hoch wollen wir es machen? Naja, das reicht aus. So, dann machen wir das hier auch noch. Eins, na, zwei und drei. Und das verbinden wir. Müssen wir auch ein Dach machen, ne, dass nicht reinregnet. Hier machen wir genau das gleiche. Eins, zwei, drei. Und auch wieder verbinden. So. Schwupp. Und auf der anderen Seite natürlich. Ich sehe gerade, hier ist ein Fehler passiert. Macht aber nichts. Muss ja nicht immer so sein. Drei. Da haben wir uns nämlich verbaut schon das erste Mal. Ist aber wie gesagt nicht dramatisch. Da lege ich jetzt nicht so einen Wert drauf. So. Zack. 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 Ja, das wird hier dann ein bisschen. So. So. Zack. Das ist jetzt im Prinzip hier unser Quartier, unsere kleine Mini-Basis, von der aus wir dann agieren. Da werde ich mir dann auch noch einen kleinen Zugang in die Höhle legen, sodass wir dann die bisschen besseren Ärzte und so ein Zeug dann da rankommen. Aua! So. Ja? Hier kommt dann später dann auch ein bisschen Sand hin. Guck mal, hier können wir dann so ein Fenster machen. Das geht schon alles. So, das ganze Gelumpe hier, das nehmen wir mal eben weg. So, ne? Machen wir dann hier einfach mal eine... Oder weißt du was? Hier ist ja eh... Wo war das Fenster? So komisch. Hier, ne? Genau, dann werde ich jetzt die Werkbank einfach da hinstellen. Zack. Und dann können wir uns nämlich auch schon mal die erste Tür bauen. Die nehme ich mal aus Eiche. So. Zack, dann hat der Herr nämlich auch schon mal eine Tür. So. Prima. Dann machen wir links, rechts eine Fackel ran. Ein bisschen heller ist. Hier machen wir auch eine Fackel hin. So, die Tür brauchen wir nicht mehr. So, dann nehme ich mir hier noch mal eben ein bisschen schwarzes Holz hier, diese Schwarzeiche. Damit mache ich hier einfach zu, weil da kann man eh nicht schön rausgucken. Sieht ja da sehr hässlich aus. So.